das Leben in Malta konnte ich mich schnell gewöhnen. Sonne, Meer und offene Menschen. Man kann hier echt viel Spaß haben. Unter Menschen sein, aber auch an verschiedenen Orten einfach mal in sich gehen und den Moment genießen. Manchmal habe ich Heimweh. Das ist normal, selbstverständlich und absolut in Ordnung. In solchen Augenblicken hilft es, Familie und Freunde anzurufen. Sei es ein normales Telefongespräch oder ein Videoanruf. Für Personen in meinem Bekanntenkreis kann es sehr interessant sein, wie das Leben in Malta so abläuft. Was man sieht und mitbekommt, kulturelle Unterschiede oder aber auch Gemeinsamkeiten. Es gibt auch andere Wege, um das Ganze einzugrenzen. Zum Beispiel Produkte aus der Heimat. Die Supermärkte hier haben einige ausländische Produkte und einige davon auch aus Deutschland. Abgesehen von maltesischen Supermärkten kann man aber auch in einen in Deutschland sehr bekannten Supermarkt gehen. Lidl. Das bringt einen der Heimat schon etwas näher und man fühlt sich besser, weil man Produkte sieht, die man auch in Deutschland hat und man nicht zweimal überlegen muss, ob es das Richtige ist, da man die Marke kennt. Diese kleinen, aber meiner Meinung nach effektiven Methoden helfen einem, sich wieder zu berappeln. Manchmal zählt man die Tage, wenn man Heimweh hat und man denkt, dass die Zeit hier kein Ende haben wird. Doch dann, insbesondere wenn man die Hälfte schon rum hat, bemerkt man, wie schnell die Zeit dann doch vorbeiging und man gar nicht mehr so lange hier ist. Um das Ganze zu bekräftigen, kann man die verbliebenen Wochen zählen anstatt der Tage.